herzlich willkommen zu einer neuen Woche Real Farming LS19 meets Reality hier von der Grünfelder Land und einem deutlich umgebauten Terrain, wie wir hier sehen. Wir haben ja inzwischen das Update gefahren auf die 1.1 Beta. Hier haben wir jetzt überall Infoschilder und Deko rund auch um die Produktionen. Da hinten steht mein Anhänger im Busch. Naja, den werden wir jetzt, glaube ich, mal abholen. Und dann hatte ich, glaube ich, muss gerade mal in meine Fahrzeuge reingucken, hatte ich mir, glaube ich, einen Anhänger gekauft. Ja, den muss ich auch mal abholen. Einen Anhänger gekauft für die Paletten. Da muss ich dann mal den noch beim Händler abholen. Wer sich die Map downloaden will, schaut bitte auf modhoster.de vorbei. Dort gibt es die Grünfelder Land und auch Forbidden Mods direkt von uns hochgeladen. Alle anderen Links sind nicht von uns und sehen wir eigentlich nicht so gerne. So. Oh, jetzt ist das Ding hier umgestellt. Das mag ich ja. Steuerung Leerzeichen. Mal kurz hier den Frontlader wieder ankoppeln. Warte mal, was habe ich denn vorne dran? Habe ich sogar Palettengabel dran? Hole ich doch hier gerade mal ein bisschen Paletten raus. So, die ersten Palettchen hier. Sehr schön. Sind wir nämlich dann schon mal gewappnet so ein bisschen für die ersten, wenn die ersten Paletten wollen. Seite und dann können wir die hoffentlich demnächst mal abholen. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Irgendwie ist das so uneben geworden. Hat sich der Kies verschoben. So, wenn euch das Projekt gefällt oder generell was ich auf YouTube mache, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abonnement freuen auf YouTube. Kostet euch ja nichts, würde mich aber unterstützen. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt hat die Palette weggeschmissen. Die Palettengabel lasse ich aber mal da. Brauche ich ja sonst nirgends im Moment. Gut, dann fahren wir nochmal zum Franz in den Wald und gucken mal, was da gerade los ist. Also ich rufe den, glaube ich, gerade mal an. Hallo? Servus, Franz. Bist du noch im Wald? Nein, jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt dem Harry wahrscheinlich ein bisschen helfen noch. Okay. Was stellst du dir denn vor als Bezahlung für die Hilfe? Hast du mir nicht schon bezahlt? Für den Wald, glaube ich, noch nicht. Für irgendwas hast du mir halt schon bezahlt?
Ja, für die Hackschnitzel. Glaube ich. Ja, kann sein. Ja, wie viel ich möchte für das. Warte mal, ich guck mal gerade. Herr Varuna? Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Ja, geil. Ja, muss gerade mal gucken, wo das hingehört. Also wo. Nee, ich hab nichts gefunden in meinen Kontoauszügen. Ich bin mir gar nicht sicher. Okay. Ich meine, dass ich dir was für den Transport überwiesen habe. Um die 5000 war das, glaube ich. Ja, es kann sein. Aber sonst weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich bezahle dir gleich noch ein bisschen was. Ah ja. Außerdem habe ich mir überlegt, du hattest ja gemeint, du hast so ein bisschen Probleme in finanzielle Art wegen den Schafen und so. Ja. Da könntest mal gucken, ob du beim Gemeinderat vielleicht eine Subvention beantragst. Das wäre auch noch wirklich. Ja, pro Tag 6000 Euro oder so. Oder keine Ahnung, was du halt so brauchst. Ah, ja. Also das wäre ja auch noch möglich. Dann müsstest du natürlich auf Bio gehen, aber das wolltest du ja sowieso. Ja. Da könntest du dich mal schlau machen. Ah ja, dann mach ich das mal. Ja, okay. Gut, dann überweise ich dir gleich noch was, wenn ich wieder im Wald bin. Online-Banking regelt. Okay. Gut, bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. So. So, ist natürlich auch ein kleiner Belastungstest hier im RP, was den Server angeht, beziehungsweise auch die Map, wie sie sich eben unter Volllast mehr oder weniger, wir sind heute 11 Leute, wie die Map sich da verhält. Deshalb hoffen wir mal, dass alles gut geht. Da vorne fährt auch einer rum. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach mal den Anhänger im Wald abstellen und mir dann den anderen Anhänger holen. Ah, hier haben wir auch links die Brauerei am Start. Das wäre natürlich die perfekte Produktionsstätte für den Hans-Peter. Eine gescheite Zufahrt. So. So, dann überweise ich mal gerade an den Schneider noch ein bisschen Geld. Kriegt er noch mal 5000. Der muss ich mal das frage ich mich auch manchmal. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Haben Sie noch Interesse an 31.000 Liter Hackschnitzel? Ja, gerne. Hätte da nämlich noch was für Sie. Würde ich annehmen, ja. Ja, was machen wir denn für einen Preis? Den gleichen wie vorher am besten. Gut, ich hoffe, Sie haben sich notiert, was das war. Ja, 3.100 Franz. 3.100. Ja, das können wir machen. Das passt. Dann würde ich Ihnen das vorbeibringen. Gut. Bis. Danke. In ein paar Minuten. Soll ich es direkt anliefern oder? Das wäre gut, wenn du das direkt anlieferst.
Ja, das mit dem Du und Sie, das kriegt man nie hin, gell? Ja. Gut, also dann bringe ich dir das vorbei. Jo. Bis dann, tschüss. Bis dann. Tschüss. Perfekt. Kriegen wir die Hackschnitzel gleich wieder los, das ist optimal. Ich hatte irgendeine Idee. Ach so, warte mal. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo Herr Neumann. Jetzt. Marlon. Ja. Jetzt habe ich gerade mal eine Frage. Hatte ich dich schon bezahlt für das Ernten vom Feld? Nein. Und weißt du ungefähr, wie viel da runtergekommen ist? Oh, 31.000, ungefähr 39.000 Liter oder sowas. Okay, das hört sich gut an. Mohn kauft ihr aber nicht an, oder? Nee, brauchen wir nicht. Okay, schade. Okay, was war denn der Preis, den ich bezahlen musste? 11.000 glatt. 11.000 glatt. Gut, dann weise ich das gleich an die Bank, dass sie das überweisen, sobald es möglich ist. Jo. Gut, ja, passt erstmal. Gut, Dann Dankeschön. stimmt, warte. Hm? Dann überweis Was? 6.900, denn wegen den Bist du dir sicher? 7.900. Genau. Jo, mach ich. Gut. Okay. Bis Danke. dann. Ciao. So, 7.900. Ja, die überweise ich ihm dann gleich. Schon wieder ein bisschen Geld verdient. Das ist immer gut. Ich hatte irgendeine Idee, den Mohn, da müssen wir dann auch mal gucken. Der Mohn könnte uns gut Cash bringen. Oh, hier haben sie einen Blitzer aufgestellt. Ah, die Gemeinde zu wenig Geld oder wie? Produktion.
war ein Schild. Was kann ich denn tun? Hallo, Herr Müller. Ja? Hallo, Herr Müller. Ja? Volker Warune, ja. Sind Sie endlich zurück aus dem Urlaub? Ja, Urlaub und noch was anderes. Ja, dann hoffe ich, dass Sie jetzt mal richtig durchstarten hier. Arbeit habe ich schon. Arbeit ist gut. Was macht Ihr Hof? Im Moment noch nicht so viel. Auto habe ich mir zwar schon gekauft gehabt vor dem Urlaub, aber sonst macht's im Prinzip nichts. Ah, okay. Muss halt gucken. Ich möchte halt gerne genügend Geld haben, bevor ich anfange, falls irgendwas dazwischen kommt. Mhm. Ja, ist es sinnvoll. Gut. Dann. Ja. Gut. Wir sollten uns vielleicht auch irgendwann demnächst mal zusammensetzen, weil Sie sind ja auch im Gemeinderat. Genau. Das habe ich nicht vergessen. Ja. Wir konnten sie fast vergessen, weil sie waren ja nicht da. Gut. Ja, gut. Also, dann bis die Tage mal. Jo. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.